So. Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Trading Card Game. Ja, im letzten Mal haben wir den Emakuni wieder besiegt und haben die Steinmedaille erhalten. Und ja, jetzt gehen wir heraus und ja, ich habe ja gesagt, damit was passiert, nicht wahr, Leute? Hey Leute, wie geht's? Du hast die zweite Medaille gewonnen, du musst ein Glückskind sein. Ich werde sehen, wie gut du gewöhnlich bist. Ihr Spiel um 6 Preise gewinnst du, gebe ich dir eine sehr seltene Karte. Ronald, ich bin Ronald McDonald Deck. Ja. Ich habe keinen Pokémon und er hat auch kein Pokémon. Super. Mit was fangen wir an? Mit Tangela? Das ist ein Standard-Pokémon. Oder mit Sichlor? Das ist schwer. Ich fange mit Tangela an. Ich mag es einfach, wenn ich in der ersten Runde schon angreifen kann. Muss ich ja sagen. Flip. Und natürlich dürfen wir nicht angreifen. Blöck. Glumanda. Ich glaube, da habe ich ein bisschen das falsche Deck gewählt, oder? Nehme ich einfach mal an. Oh, verdammt. Wir werden so sterben. Oh, jetzt kannst du... Das tut weh. Blut tut weh. So, ich hoffe einfach mal, dass er danach nichts einsetzt, was weh tut. Nein, kein Windhauch, du Arsch! Oh, Penner! Alter! Ist das ein Hund? Die Musik hat aber doch wirklich verdammt nochmal Stil. Ich mache noch einen Schwertanz, weil... Ah, das tut weh. Das tut weh. Eieieiei. Ja, ich glaube, das Deck ist ein bisschen falsch. Wie komme ich drauf? So, Schlitzer. So, jetzt erstmal dieses Commander weg, ey. Alter. Baba. Dip deal. Dip deal. Dip dip deal. So, warum haben wir denn keinen Kokuna? So, ich mach mal den Schwertanz. Bidi dip dip dip. So, ich müsste aber eigentlich noch weitermachen, aber egal, ich schlitze jetzt einfach mal auf. So, Kokuna bitte. Kokuna, nein! Kein Kokuna. Schade. Blubber, ja, das Vieh wird jetzt mein Sichlor besiegen. Ich glaube, das Duell werden wir verlieren, Leute. Dip, 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 dip. Ich glaube, das Duell werden wir verlieren. Das sieht verdammt nochmal sehr schlecht aus für uns. Ja, ich muss es leider zugeben. Das Deck ist nicht sonderlich gut gewählt. Gott, ja, wir sind tot. Sehr gut. Das heißt, wo habe ich denn gespeichert? Moment. Oder? Kann ich das einfach so machen? Ach, wisst ihr was? Ich mache einfach mal hier den Reset. Das geht nämlich so. File, Reset. Und dann fangen wir nämlich nochmal an, weil ich habe ja zum Glück hier gespeichert. Man kann übrigens auch ein Duell fortsetzen. Gut, dann sind wir wieder hier, oder? Wir haben noch die Steinmedaille noch. Ja, weil wir hatten... Man hat nur einmal die Chance, das zu schaffen. Und das heißt, ich muss mir... Ich probier's mal mit dem Glumanda an Freunde-Deck, aber ich glaube kaum, dass das schaffen wird. So, hallo Ronald, na, wie geht es dir? Ich hoffe, das hat jetzt die Aufnahme überlebt. Wenn nicht, habe ich ein kleines Problem. Naja. So, Magma. Evoli und Aquana. Oh, das ist gut. Das ist gut. Ich setze aber erstmal Magma ein. Evoli und Ponita. Jawohl. Mal sehen, ob wir mit dem Deck mehr Glück haben. Natürlich hat er jetzt einen Jugorob. Ey, das ist doch frech. Du Ekelhafter. Du bist ein Ekelhafter. Aber hast du immer das Pokémon, das mir im Vorteil ist? Dip, dip. Dip, 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 dip. Dam, dam, dam. Natürlich kann er jetzt nicht angreifen, eventuell ja, wenn er Zahl trifft, was prompt geklappt hat. Ich werde aber das Aquana vorbereiten. Ja, das ist hat eigentlich dieselbe Attacken wie ein Dingensbumensens, wie heißt's? Ein Sichlor. Also von daher dürfte es kein Problem sein. Dip, 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 dip. Dip, dip, dil, dil, du. Ja, mach du nur deinen Angriff. Du kommst auch noch mit durch. Schön. So, wir... Noch eine zweite Energie. Und wir machen nochmal die Rauchwolke.
dann im nächsten Zug muss ich überlegen, wie ich fortfahre. Lass ich Magma sterben? Oder wie mache ich's? Zahl. Schade, es kommt wieder Kopf. So, wie viel braucht denn das Rückzug? Kostet 1. Ah, also erstmal Aquana entwickeln. So, dann wir machen mal den Rückzug, zack, und bis. Pam. So, ist dieses Jugendorb weg. Lupa. Ah, ich paralysiere, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Naktos. Bringt mir leider nicht viel. Leider bringt... Ich rüste mal da dieses Magma hier aus. Oh Gott. Oh Gott. Dieses Shilock macht mir gerade Angst, um ehrlich zu sein. Ja, wir brauchen das Ding zurückziehen. Eines. Ah. Egal, ich muss es so machen. Jetzt kann's Biss und das tut weh. Au, das tut weh. Eieiei. So, ich muss aber mal neue Karten tauschen und so. Ach, das können wir ja machen. Moment. Wir machen so und machen Tausch und machen dann mit Magma. Jawohl, das hat perfekt geklappt. Das hat perfekt geklappt, Leute. Na meine, den Flammenwurf, dann ist dieses Vieh tot. Mit Magma besiegt ein Shilock. Das ist Pokémon. Ah, das Vieh kann auch böse reinhauen. Eieieiei. Kann ich das gleich wieder tauschen? Auch 2 Rückzugkosten. Egal, ich mag's. Auf Aquana. So, jetzt haben wir noch Wasser, 2 Wasser und 2 Feuer. Was können wir denn machen? Texo haben wir auf der Hand. Das heißt, ich will das Glumanda mal füttern. Und das Vulcano vernichten. Ja, das ist richtig. Es kommt richtig Strategie ins Spiel, Leute. Und das wird sterben. Jo. Nö, weil es einfach mal nicht. Okay. Gut, dann mache ich halt weiter mein Dingensens, ne? Mein Texo vorbereiten. Biss-Attacke. Vielleicht hat er es auch nur als Tank rausgeholt, das Shitty. Kann natürlich sein, mal ein anderes Pokémon vorzubereiten, ne? Kennt man ja. So, jetzt haben wir aber ein mega starkes Glutexo auf der Bank, was ich sehr toll finde. Pam! Jetzt wird wahrscheinlich das Aquana sterben, weil... Oder auch nicht. Geheule, da macht es ja 20 Schaden weniger, ne? Die Musik ist toll. Ach so, wir haben nur Feuerbomben auf der Bank. Okay. Gut, wir haben Galoppa. Ach, wir haben Galoppa. Moment! Wir haben Galoppa. Das Ding braucht 2 Feuer und eine... Okay. Galoppa, das heißt Punta ist dann unser nächstes Ziel. Ich mache übrigens mal den Energiefokus, damit ich im nächsten Zug bis 60 Schaden mache und das Geheule damit außer Kraft setze. So, Bonita kann sich schon mal zum Galoppa entwickeln. Zack. Und der Biss wird das Dracosso vernichten. Jawohl. Sehr gut. Und du setzt einen Vulcano gegen einen Aquana ein. Okay, damit haben wir gewonnen. Das finde ich toll. Pam. Ja, das lief doch besser als der erste Kampf. Ja. Yeah. Ja. Es ist, wie es ist. Und deshalb gebe ich dir diese Karte. 11 Vorteilskarte Level 12 Pummeluff. Ja, das kriegt man, glaube ich, auch nur einmal. Und das kann die erste Hilfe, damit heilt es sich und kann den Risikodeckel, wo es 40 Schaden macht, sich selbst aber es auch 20 Schaden zufügen. Nächstes Mal wird es schwerer, man sieht sich. Ja, tschüssikowski, du Assi. Und jetzt muss ich gleich mal da reingucken. Nee, da ist immer noch nichts. Ja, ich habe natürlich wieder mal offscreen hier gemacht, ne? Und ich schau mal wieder nach Karten und Imakuni. Das war jetzt irgendwie in jedem Part, aber egal. Weil es einfach toll ist. Ja, er ist schon wieder da. Ach, er sucht ein Parasek. Ah, cool. Yay. Ja, der Typ will noch ein paar Karten. Und hier mache ich wieder den Safe State. Das heißt, ja, mit welchem Deck spielen wir denn wieder? Wir spielen wieder mit dem Pflanzendeck, weil Baum. Ja, wieder mal im Akuni-Battle. Man kennt das ja, ne? Ich will das Let's Play auch noch ein bisschen in die Länge ziehen. Ja, natürlich, ne? Glaubt ihr mir jetzt alle. So, Pinsir ist unser einziges Pokémon. Ich meine, so Duelle, die dauern ja nicht lang, ne? Das ist ja nicht so. Ist bestimmt auch interessant, oder? Nehme ich jetzt einfach mal an.
So, das kann leider noch nicht angreifen, unser Pinsir. Dip, dip, di, di, dip, dip, di, dip, dip, di. So, doppelte Farblosenergie fände ich jetzt ganz praktisch. Oder einfach mal paralysieren, ist auch in Ordnung. Dap, bada, dap, dap, dap. Di, dip, di, dip, dip, di, dip, du. So, wir rüsten dann aber weiter das Pinsir aus, natürlich, ne? Oh, nochmal paralysiert, schön! So muss das! So muss das! So, jetzt haben wir schon ein voll ausgerüstetes Pinsir. Oh, das ist schwere Zeiten für die Gegner, ne? Das habt ihr ja schon festgestellt. Oh, Morenda ist natürlich auch böse. Das Ding kann 30 Schaden machen mit einer Energie. Dafür darf aber jetzt keine Zahl erscheinen. Und den Angriff darf man nur ein einziges Mal einsetzen. Aber er hat eh verloren, weil er keine Pokémon mehr hat. Okay, ich habe nichts gesagt. So, Guillotine und weg. Ja, das war jetzt ein Kampf von einer Minute und wir kriegen 4 Booster-Packungen dafür, hallo? Ba, 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 da. Ach, ich habe 3-mal gewonnen und jetzt erhalte ich die Vorteilskarte Immakuni. Ja, das ist die nutzloseste Karte ever. Aber egal. So, wunderbar. Und ich würde sagen, was machen wir denn als nächstes? Was machen wir denn als nächstes? Das ist eine gute Frage. Jetzt wird es mal wieder Zeit für ein neues Deck langsam zusammenstellen, ne? Weil wir brauchen Kampfenergie. Und dann werden wir den Elektro-Club anpeilen. Aber wir brauchen noch ein paar Energien. Und da würde ich sagen, wir kämpfen einfach mal. Gegen wen kämpfen wir denn? Der Typ hat Feuerbomben gehabt, das weiß ich noch. Wie kämpfen wir gegen den da drin? Oder nee, komm, wir kämpfen gegen den, ist doch jetzt egal. Oder, nee, komm, gegen den da drin. Ich kann mich nicht entscheiden, verdammt. Eine E-Mail haben wir aber nicht zufällig wiederhalten, oder? Doch. Ich bin es, Dr. Mace, hast du schon viele Meistermedaille gewonnen? Ich habe immer so über die Kiste. Sie ist die Meisterin des Pflanzendecks. Du musst dich vor Kokomais großer Explosion in Acht nehmen. Versuche Omai und Kokomai mit deinem Feuerpummel frühzeitig kampffähig zu machen. Ich empfehle dir, das Deck der Feuermedaille-Maschine zu studieren. Ich gebe dir eine Musterpackung, die viele Feuerpummel halten sollte. Ja, da bin ich gespannt. Oh, der Computer ist so... Oh, geil, geil. Computersuche ist toll, Computersuche ist toll, Computersuche ist toll, da werde ich gleich mal mein Deck ändern. Weil immer Computersuche muss rein, weil die Karte ist einfach zu geil, Leute. Die ist der Wahnsinn. So, was brauche ich denn nicht unbedingt? Ja, was brauche ich denn nicht unbedingt? Kommt der Defender raus, so, speichern, zack. Gut, dann kämpfen wir jetzt gegen den Typi. Ja, ich möchte gegen dich kämpfen. Nein, hallo, ich möchte gegen dich kämpfen. Danke. Harte Pokémon-Deck. So, da geht's wieder los. Wir haben einen Hornio und einen Kokuna auf der Hand. Und einen Pokémon-Händler. Das heißt, wenn wir noch eins bekommen, können wir uns einen Biber holen. Das, wenn nicht eine perfekte Anfangshand ist, dann weiß ich... Und einen Pokémon-Züchter, da können wir gleich einen Biber draus machen. Schön. Dap, dap, dap. Da 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 da. So, ich glaube aber, Giflor kann... braucht 3 Energien, aber ich mag es trotzdem, weil wir dann eine Resistenz gegenüber Dingenses haben. Gestein. Und das mache ich dann gleich mal. Bibor, wo ist Bibor? Bibor, 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 Bibor. Da ist Bibor. So. Und da setze ich gleich mal den Pokémon-Züchter ein. Dann kann ich das nämlich auch mal zeigen. So, Bibor! Jawohl. Bibor braucht 3 Energien. Jawohl. Das kann nämlich die Duo-Nadel. Damit kann es 2-mal 30 Schaden durch Münzwurf machen. Und es kann Giftstachel, was 40 Schaden macht und zusätzlich Feikopf vergiften kann. Jawohl. Das ist sehr cool. Dim, 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 dim. Härtner. Achso, 30 Schaden oder weniger macht es keinen Schaden. Dasselbe wie bei Onyx. Ja, kein Problem. So, jetzt haben wir ein voll ausgerüstetes Bibor. Und das Vieh, das wird jetzt den Rest des Duelles durchrocken. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Da 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 di, di, da di, di, lu. So, Geheule, ja, heul du, das ist kein Problem, Kollege. Unser Bibor rotzt einfach alles weg.
Warum habe ich eigentlich keine Energie verteilt? Egal, das ist egal. Ist alles egal, Leute. So, wenn wir jetzt angreifen können, dann haben wir gewonnen. Natürlich können wir nicht angreifen. Warum auch? Ist ja Quatsch. Ist Quatsch. Eine Plus-Power. Oh. Oh. Da habe ich so eine Idee, was wir machen könnten. Nächsten Zug, wenn wir wieder nicht angreifen können, habe ich eine Idee, was wir machen. Ihr habt doch bestimmt auch schon die Idee, oder? Ja. Oder die Idee ist einfach mal für den Arsch, weil wir einfach so angreifen können. Warum nicht? Das war sehr komisch, dieses. Ah ja, halt mit einer Rätselbooster-Packung. Fail! Weil hier bekommen wir nämlich Pflanzenenergie statt Kampfenergie. Super! Und ein Simsala! Ja, wenigstens was. So, wie viel Energien haben wir denn eigentlich an Kampf? 27, das heißt, ich muss im nächsten Part nochmal einen Kampf machen. Und zwar gegen den Typi da drin. Aber wie gesagt, erst im nächsten Part, denn das war es schon wieder. Es ist schlimm, wie schnell die Zeit hier mal rumgeht. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Also dann, bis dann. Ciao, Leute.